Goddag, mit navn er Siegfried Matlock. Jeg er her på et historisk sted i dag i Sønderjylland, på Schackenborg Slot i nærheden af Tønder, hvis bygninger, de oprindelige, stammer fra 1200-tallet. Efter reformationen overgik stedet til kongehuset, og i 1661 overgav huset stedet til Hans Schack. I 1978 blev det givet tilbage til kongehuset, efter at Schack-familien i 11 generationer havde præget livet her i Vestslesvig. Og fra 1993 til 2014 boede prins Joachim med sin familie her på Schackenborg, efter at han er flyttet til København med familien, har Schackenborg fået nye ejere. Det er Schackenborgfonden, som ejes af Danfoss, Eko og Lego. Men Schackenborg er stadigvæk et kongeligt slot, og prins Joachim og hans familie har stadig adgang til at bo efter eget ønske her på Schackenborg. Prins Joachim har i dag budt velkommen til Schackenborg-dialog. Og der skal vi møde en helt speciel historisk gæst, nemlig den tidligere og sidste udenrigsminister fra DDR, Markus Meckel, som helt afgørende bidrog til de berømte 2+4 forhandlinger om Tysklands genforening, sammen med udenrigsministerne fra de tidligere 4 stormagter efter 2. verdenskrig og hans vesttyske kollega Genscher. 2+4-traktaten blev et politisk mesterværk, og matematisk er det genialt, for 2+4 som resultat giver 5. For 25 år siden forsvandt DDR, og Tyskland blev genforenet. Markus Meckel er i anledning af Schackenborg-dialoget her i Mølletønder. Vi har mulighed for et interview for at tale med ham om de dramatiske begivenheder i 1989 og 1990, men også om hans syn på det nuværende Tyskland, som i dag spiller en helt anden afgørende rolle i Europa end for 25 år siden. Og Meckel har faktisk familiær vestslesvigsk mulm i sig, i det hans mor Hedwig blev født i 1919 i det daværende Tondern, et år før Danmark og Sønderjylland blev genforenet. Velkommen til en ny udgave Dansk-Tysk med Matlock på Schackenborg, hvor der i generationer er blevet skrevet dansk-tysk historie, og hvor man stedse mindes Hans Schacks virke, som det hedder i den vestslesvigske nationalsang, for en fremmed, barsk og fattig. Markus Meckel, herzlich willkommen, herzlich willkommen auf Schloss Schackenborg bei Tönner. Es ist eine späte Gabe, dass Sie als früher Außenminister der DDR, zunächst einmal ja maßgeblich beteiligt, auch am Wiedervereinigungsprozess, nun in Tondern das Geburtshaus Ihrer Mutter besuchen können. Die ist nämlich 1919 als Hedwig Schatz in Tondern Schlossstraße 4 geboren worden. Welche Empfindungen haben Sie nun hier in Tondern zu sein, sozusagen auf mütterlicher Erde? Das ist für mich schon sehr bewegend, denn seit meiner Kindheit ist der Name Tondern bekannt. Meine Großmutter, die eben hier aufgewachsen ist, in der Familie Schröder, des damaligen Tierarztes,
in dem Haus, das ich jetzt noch nicht kenne, aber das sie selber gemalt hat. Bei meiner Schwester hängt immer noch das wunderschöne Gemälde von ihr über ihr Geburtshaus. Und ich bin gespannt, wenn ich es nun heute hier sehen kann. Diese Familie Schröder war Tierarzt und dann irgendwie auch für den Schlachthof zuständig als Inspizient, hatte drei Töchter. Die jüngste der Töchter, Dora, war Hebamme. Und das scheint auch der Hintergrund gewesen zu sein, dass die Schwester, also meine Großmutter Johanna Marie Schröder, hierher kam in den Wirren des Endes des Ersten Weltkrieges, um dann hier ihr Kind zu bekommen, im Hause der Eltern, sozusagen hervorgeholt mit der Schwester Dora. Geboren, wie gesagt, im Jahr vor der dänischen Wiedervereinigung mit Nordschleswig, zu Sonderjylland geworden. Die Familie ging dann nach Deutschland. Wie ist der Verlauf Ihrer Familiengeschichte und wie sind Sie letztendlich in Ostdeutschland, in der DDR gelandet? Also mein Urgroßvater war hier Tierarzt. Er hatte drei Töchter. Die älteste von ihnen, Johanna Maria, war dann meine Großmutter. Sie heiratete 1915 schon meinen Großvater, Dr. Hans Schatz, der wiederum aus einer Mühlenbesitzerfamilie kam, erst in Brandenburg und dann in Küritz. Er war selber Studienrat, hatte eine Arbeit geschrieben über deutsche Dichtung und war dann Studiendirektor und Gymnasiallehrer, würden wir heute sagen, in Berlin und lebte da in Berlin-Britz mit seinen beiden Töchtern, deren eine meine Mutter war und eine jüngere Schwester, weil die Großmutter Johanna Maria, die Tochter des hiesigen Tierarztes, die hier ihre Tochter, meine Mutter, zur Welt bekam, die starb schon sehr früh, 1928, sodass der Vater dann alleine blieb mit seinen beiden Töchtern. Mein Vater wiederum stammt aus Wuppertal, Elberfeld, und in Wuppertal-Barmen aufgewachsen, studierte Theologie, kam vor dem Krieg nach Berlin. Dort lernten sich meine Eltern im Rahmen der Berliner Stadtmission kennen, in der Jugendarbeit, der evangelischen Jugendarbeit. Er wollte mit meiner Mutter dann nach Indien als Missionar gehen. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Er wurde Soldat, war 10 Jahre weg. Erst als Soldat und Offizier der Wehrmacht, dann 4,5 Jahre in der russischen Kriegsgefangenschaft und kam erst Ende 1949 zurück, sodass diese Ehe, die 1942 geschlossen war, nach 7 Jahren erst lebendig wurde. Und er kam zurück und es in der Familientradition hieß es, dass meine Mutter gesagt haben soll, du kennst die Russen, du weißt, wie man damit umgeht. Und so blieben wir im Osten Deutschlands, obwohl beide Elternteile eben im Grunde im Westen, also einerseits West-Berlin und andererseits in Wuppertal aufgewachsen waren, blieben wir als einzige der großen Familie im Osten, weil es damals wichtig war für die evangelischen Kirchen, dass auch Pastoren in dieser schweren Zeit, wo man nicht wusste, was daraus wird, bei den Gemeinden blieben. Sie sind ja selbst auch Pastor geworden, Pfarrer. Was ist da mit diesen Pastoren? Wenn man sich die neuere Geschichte Deutschlands auch nach der Wiedervereinigung anschaut, dann spielen ja Pastoren eine wichtige Rolle. Bundespräsident Gauck war Pastor, Sie sind Pastor gewesen. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, ist die Tochter eines Pastors, der aus Hamburg nach Ostdeutschland zog. Ist das irgendwie etwas Besonderes, dass nun just Theologen eine so maßgebliche Rolle gespielt haben? Jetzt beziehe ich einfach mal Angela Merkel mit ein. Es hat einfach damit zu tun, dass die Sowjets, als sie dann ihre Besatzungszone einrichteten, die bekennende Kirche in der Zeit des Dritten Reiches als Widerstandsorganisation anerkannten. Obwohl die bekennende Kirche natürlich nur ein kleiner Teil der evangelischen Kirche in Deutschland war. Viele waren deutsche Christen und waren sehr angepasst der nationalsozialistischen Ideologie. Aber dieser Teil der bekennenden Kirche
mit den Namen Bonhoeffer oder Martin Niemöller, die öffentlich bekannt sind, deren Männer standen dann 1945 an der Spitze der Kirche. Und diese wurden von den Sowjets anerkannt als Widerstandsorganisation, weshalb vieles in der DDR strukturell eher möglich war als etwa bei den anderen mitteleuropäischen Ländern, etwa die Tschechen oder Ungarn oder in Rumänien. Da hatten Kirchen wenig Chance, sie waren enteignet, sie standen sehr stark unter unmittelbarer staatlicher Kontrolle. In der DDR hatten, oder damals erst in der Besatzungszone, hatten die Sowjets die Unabhängigkeit anerkannt. Sie haben die Kirchen nicht enteignet, sie hatten das Eigenleben der Kirchen anerkannt und sogar über viele Jahre auch noch die Einheit, die institutionelle Einheit mit den Kirchen im Westen. Wir waren bis 1969, also noch 8 Jahre nach dem Mauerbau, in einer institutionellen Einheit mit den Kirchen im Westen, sodass die Kirchen einen eigenen Freiraum hatten. Etwa als ich nach der 10. Klasse von der Schule geflogen bin, hatte ich die Möglichkeit, innerhalb der Kirche sowohl noch Abitur zu machen, als auch ein Theologiestudium, das übrigens völlig frei war und unabhängig von ideologischem Einfluss. Das waren Nischen in der Gesellschaft, in denen Freiheit ihren Ort hatte. Die Pfarrhäuser. Was dann der Hund, die Pfarrhäuser, aber auch solche Institutionen, sodass eben der Umgang mit demokratischen Umgangsformen, die freie geistige Auseinandersetzung, da waren diese theologischen Ausbildungsstätten, der kirchliche Raum, ein Ort und ein Hort der Freiheit. Und deshalb kommen so viele, die in der Opposition waren und die später nach 1990 eine Rolle spielten, aus dem Raum der Kirche. Sie haben ja nun, nachdem Sie dann Pastor geworden sind, Pfarrer, sich auch deutlich abgesetzt von der SED, von der Machtdiktatur der Kommunisten. Die verweigerten ja unter anderem den Militärdienst bei der Nationalen Volksarmee. Ich glaube, es ist über Sie gesagt worden, als Kontinuitätslinie in Ihrem Leben, das ist Freiheit und Demokratie. Dennoch haben Sie ja, wenn ich das so richtig gelesen habe, eigentlich gar nicht geglaubt, dass Sie noch zu Ihren Lebzeiten eine Wiedervereinigung oder Freiheit und Demokratie hätten erleben dürfen. Der Prager Frühling, Charta 77 und nicht zuletzt Solidarność in Polen hat Sie dann sozusagen ermuntert, daran zu glauben, dass man etwas bewegen kann. Also, wie gesagt, die evangelische Kirche war über die ganzen Jahrzehnte der sowjetischen Besatzungszone als auch der DDR immer ein Ort, in dem freies Denken möglich war, auch in engem Kontakt mit dem, was im Westen Deutschlands passierte, aber auch ökumenisch. Diese Kontakte hörten nie auf. So gab es dann durchaus auch Widerstand in den 50er Jahren schon, als die staatlichen Stellen etwa die Konfirmation versuchten zurückzudrängen und eine Jugendweihe zu schaffen, das heißt einen solchen Ritus mit 14 Jahren. Man versuchte, die Kirche zurückzudrängen, was man im Rückblick ja sagen muss, ja erfolgreich geschehen ist. Noch heute sind im Osten Deutschlands nur 25% der Bevölkerung Mitglieder irgendeiner Kirche, während es im Westen mehr als 2/3 sind. Also das war der Versuch und gleichzeitig gab es dort Eigenständigkeit und Freiheit im Raum der Kirche. Dem ja, bin ich gewissermaßen hineingewachsen in diesen Prozess. Wie gesagt, ich flog dann auch von der Schule, weil ich mich da nicht so ganz gehörig betragen habe und ständig zu politischen Fragen diskutierte, konnte aber meine eigene Ausbildung in einer solchen Bereich machen. Und wir sammelten dann in den 70er und 80er Jahren, in dem, was man heute so pauschal Opposition nennt, andere Gruppen versuchten, sie zu ermutigen, auch Nein zu sagen, sich der gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen. Für uns war ein Vorbild der Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus. Wenn ich an die Weiße Rose denke und an andere Menschen aus der Gesellschaft, die auch Nein sagten und die bereit waren, etwas zu riskieren. Wir bewunderten sie und sagten, ja, ohne sie wäre die Ehre des deutschen Volkes ziemlich befleckt durch den Zweiten Weltkrieg und die furchtbaren Verbrechen. Und in dieser Verantwortung fühlten wir uns. Und obwohl auch wir nicht glaubten,
dass wir wirklich etwas verändern können, haben wir versucht, über Jahre hin Menschen zu ermutigen, zu widerstehen, selbstständig und verantwortlich zu denken. Erst mit Gorbatschow, erst in der Ende der 80er Jahre, so ungefähr ab 87, begann wirklich die Hoffnung, dass man etwas verändern könnte. Vorher war Opposition mehr diese moralische Dimension. Ich habe immer gesagt, man muss sich morgens noch in den Spiegel anschauen können. Václav Havel hat es ja viel schöner gesagt in seinem Buch In der Wahrheit leben. Das heißt, es war aber mehr eine moralische Dimension. Nicht darauf gerichtet, dass wir es wirklich glaubten, dass sich etwas verändert. Das begann dann, wie gesagt, erst sehr spät. Dann, sowohl in Polen als auch in Ungarn, gab es Menschen, die suchten nach Möglichkeiten. Natürlich bekamen wir nicht von Gorbatschow ein Telegramm, die Brezhnev-Doktrin ist aufgehoben. Aber man begann es zu spüren und zu hoffen und vorzubereiten. Und so traten wir dann Ende 88, Anfang 89 auch aus der Kirche heraus. In diesem Fall ein Freund von mir und ich selber mit dem Plan, eine sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen, was wir dann auch machten, noch im Untergrund. Andere versuchten, andere Organisationsformen zu schaffen. Und das war dann der Anfang von dem, was man heute die friedliche Revolution nennt. Sie sind ja da reingegangen in die Politik als Neugründer, der Stifter der Ost-SPD. War Ihr Ansatz in der damaligen Zeit, unmittelbar vor den dramatischen Ereignissen von 89, 90, doch noch die DDR zu behalten in irgendeiner demokratischen oder demokratisierten Form, um auf jeden Fall die Menschen in der DDR auch davon zu überzeugen, jawohl, es kann einen anderen zweiten deutschen Staat geben? Sie fragen aus der Perspektive von hinten. Klar. Wir müssen aus der Perspektive von damals denken. Ja. Und insofern war ganz klar, unsere Perspektive 88, 89 war die Demokratie. Wir wollten aus dieser Diktatur heraus und Schritte Richtung Demokratie gehen. Was da möglich sein würde, wusste keiner. Wusste man nicht in Ungarn, wusste man nicht in Polen, wussten auch wir nicht. Und so gingen wir die jeweils einzelnen konkreten Schritte. Im Sommer 89 hatten in Polen die ersten halbfreien Wahlen stattgefunden. Plötzlich sahen wir mit Tadeusz Mazowiecki den ersten nicht-kommunistischen Ministerpräsidenten. Eine ungeheure Ermutigung für uns. In Ungarn hatte man die Zäune weg abgeschafft, die Selbstschussanlage und den Stacheldraht Richtung Österreich. Das ermutigte insbesondere die in den Westen wollten, nicht die etwas verändern wollten. Und 50.000 Menschen waren weg. Das heißt, das war eine Situation, wo wir sagten, jetzt muss es losgehen. Wir müssen etwas tun, deshalb diese Parteigründung. Die Zielstellung war zuallererst die Demokratie. Was dann möglich sein würde, wussten wir nicht. Es war aber natürlich klar, etwa im Herbst 89, nachdem am 9. Oktober, am 7. Oktober haben wir die Partei gegründet, noch illegal, der Tag, an dem Gorbatschow bei Honecker war, zum 40. Jahrestag der DDR. Zwei Tage später gab es die großen Demonstrationen in Leipzig, ich habe es in Magdeburg erlebt, mit 10.000 Leuten, wo nebenan die Truppen, bewaffneten Truppen standen und wir Sorge hatten, es gibt ein Blutbad. Es gab kein Blutbad. Und von diesem Tag an, wie in Peking am 4. Juni vorher. Und das war die Ambivalenz. Seit dem 9. Oktober waren wir sicher, wir schaffen es mit der Demokratie. Und in den Wochen danach war für mich das die zentrale Aufgabe. Natürlich war klar, zwischen zwei demokratischen Staaten die Mauer, das ist absurd. Aber in diesen Wochen dachten wir, eins nach dem anderen, erst einmal die Demokratie schaffen. Und dann kümmern wir uns um das andere, natürlich im europäischen Rahmen, denn eines wollten wir nicht, dass aus der deutschen Frage wieder ein Krieg entsteht. Das heißt, das musste das Ziel sein, dass Frieden erhalten bleibt und Sicherheit geschaffen werden kann im Ausgleich zwischen Ost und West. Erst mit dem 9. November war klar, dass die deutsche Frage auf dem Tisch steht. Hier wiederum war dann zentral, dass die deutsche Einheit durch Verhandlungen zustande kommt. Durch Verhandlungen zwischen Ost- und Westdeutschland auf der einen Seite, aber auch mit den Alliierten, die immerhin noch für Deutschland als Ganzes die Verantwortung trugen. Zu diesen gehörten die Sowjets, und das war kompliziert genug. Und es war die Frage der polnischen Westgrenze zu klären, damit dies ein für alle Mal
kein Problem mehr ist. Sie haben ja an diesem Einigungsprozess maßgeblich Anteil. Sie haben im Innern verhandelt über die Ost-SPD, auch natürlich zusammen mit Willy Brandt, obwohl ja die West-SPD teilweise gespalten war und der Lafontaine ja die Wiedervereinigung nicht so wollte, wie es Willy Brandt haben wollte. Berühmter Satz, was zusammengehört, soll zusammenwachsen, das war nach innen. Aber nach außen gab es ja dann die ganz besondere, heikle Mission. Sie wurden Außenminister in der Regierung von Lothar de Maizière. Die CDU hatte ja die Wahl gewonnen, die Ost-CDU. Und Außenminister beteiligt an den so berühmt gewordenen 2+4 Verhandlungen mit den Außenministern der früheren Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, unter anderem mit Schewardnadze, mit James Baker, mit dem westdeutschen Kollegen Genscher. Was denken Sie heute, 25 Jahre danach, was Ihnen damals gelungen ist? Die UNESCO, glaube ich, hat diesen 2+4 Vertrag zu einem Weltkulturdokument erkoren. Das ist doch eine enorme Anerkennung für die damalige Leistung. Das war wirklich von ganz besonderer Bedeutung, weil es eben diesen Prozess innerdeutsch international abgesichert hat. Es war klar, es musste irgendwie eine Lösung gefunden werden, dass die Alliierten, aber eben nicht nur die Amerikaner und die Briten und Franzosen, sondern eben auch die Sowjets, akzeptieren diese deutsche Vereinigung. Damit war sicherheitspolitisch viel verbunden. Die Amerikaner sagten von Anfang an, das geeinte Deutschland muss Mitglied der NATO sein. Die NATO war das wichtigste Instrument des Einflusses Amerikas in Europa, das wollten sie erhalten. Die Sowjets wollten natürlich genau das nicht. Sie sagten, okay, wenn der Warschauer Vertrag aufhört, dann auch die NATO. Das sind beides Kinder des Kalten Krieges, der hört auf, also weg damit. Insofern war die Frage, wie kann gesamteuropäische Sicherheit gewährleistet werden? Hier hat es dann das Ergebnis gegeben, dass die Amerikaner dies durchgesetzt haben, aber auch die Sowjets dies anerkannt haben. Übrigens schon relativ früh im Mai, aber da wurde es noch nicht so öffentlich. Es wurde erst dann im Juli, nachdem Gorbatschow innerhalb des eigenen Landes wiedergewählt war als Generalsekretär, denn er wurde von den orthodoxen Kommunisten sehr stark angegriffen. Aber Gorbatschow hat verstanden, dass die Zukunft darin liegt, dass auch die Sowjetunion die Kooperation braucht mit dem Westen, wirtschaftlich, aber auch politisch. Und das ist ein großes Verdienst. Zentral war zum Beispiel die Anerkennung der polnischen Westgrenze. Hier hat Kohl nicht so glücklich agiert, weil er die Vertriebenen in Deutschland für die nächste Wahl gewinnen wollte oder nicht verlieren wollte. Und hat deshalb Polen durchaus an Solidarität fehlen lassen. Sodass, das war für mich ein zentraler Punkt, dass wir bedingungslos und dauerhaft die deutsch-polnische Grenze anerkennen. Nun sagten Sie, Kohl hat in diesem Punkt keine glückliche Figur gemacht. Kohl wird ja als der große Wiedervereinigungskanzler wahrscheinlich in die Geschichte ja doch eingehen. Kohl selbst hat in seinen Erinnerungen, jetzt in den jüngsten Erinnerungen, Sie etwas skeptisch beurteilt. Hat gesagt, der Markus Meckel, der war als Außenminister politisch überfordert und wollte eigentlich die DDR, auch mit seinen Forderungen etwas konträr zu der NATO-Frage, eigentlich DDR erhalten, solange wie es überhaupt möglich war. Ist das eine Einschätzung, die gerecht ist? Und die Skepsis ist gegenseitig. Insofern muss man klar sagen, ich wollte etwa in der Frage der deutsch-polnischen Grenze, und das war der wichtigste Punkt des Dissenses zwischen Kohl und mir, weil Kohl die Entscheidung zur polnischen Westgrenze so lange wie möglich nach hinten schieben wollte, weil er die Wahl im Blick hatte, aus rein wahltaktischen Gründen, was aber gegenüber Polen in meinen Augen absolut unfair war. Mir war wichtig, dass wir anerkennen, dass die Anerkennung der Grenze eben nicht der Preis der deutschen Einheit ist, sondern die Anerkennung der Nachkriegsgrenze auf dem Hintergrund der furchtbaren Verbrechen Deutschlands gegenüber diesem Land. Da hatten wir eine deutliche Differenz. In der Sache stimme ich aber auch nicht dem zu, dass Pohl der große Macher war. Wenn man sich anschaut, wie der Prozess gelaufen ist, dann muss man sagen, sind die Ostdeutschen auf rechten Ganges als Motor der deutschen Einheit in diese deutsche Einheit gegangen. In einer friedlichen Revolution wurde die kommunistische Herrschaft hinweggefegt. Am runden Tisch der Übergang zu einer freien Wahl.
dann eine frei gewählte DDR-Regierung, der ich angehörte, die die notwendigen Verhandlungen führte mit den Alliierten, aber auch mit der Bundesregierung, um dann in der DDR der Beitrittsbeschluss, der die deutsche Einheit schaffte. Motor und drängender Faktor in dem Ganzen war die ostdeutsche Bevölkerung, zum Teil sogar, würde ich fast sagen, in problematischer Weise. Denn die meisten DDR-Bürger hatten an den Verhandlungen gar kein Interesse. Die wollten die Einheit sofort ohne irgendwelche... Was, D-Mark und Banane? Die wollten die Einheit sofort, weil sie glaubten, dadurch den Wohlstand sofort zu haben. Und all diese Verhandlungen, damit hatten sie nichts am Hut. Für uns wiederum war wichtig, dass wir möglichst gut und klar verhandeln im Interesse der Ostdeutschen, was viele im Osten nicht verstanden. Die dachten, okay, Kohl ist gut, die CDU hat das Geld, das hatten sie in der Schule schon gelernt, dass die CDU sozusagen das Geld hat und mit den Kapitalisten. Jetzt sagte man, genau das wollen wir. Und da hatten Sozialdemokraten keine große Chance. Dass ich die deutsche Einheit nach hinten schieben wollte, ist natürlich absurd. Darf ich fragen, im Zusammenhang mit dem ganzen Prozess haben Sie ja auch mitgewirkt, auch an einem symbolischen Akt, nämlich am Abbau des berühmten Treffpunkts, des Grenztreffpunkts Checkpoint Charlie in Berlin, wo ja 1981 die amerikanischen und sowjetischen Panzer sich gegenüberstanden nach dem Mauerbau und wo ja die Gefahr eines Dritten Weltkrieges bestand. Außenpolitisch ist es ja gelungen, wie gesagt, es ist ein Meisterwerk, jedenfalls wird das so anerkannt, auch international. Innenpolitisch ist die Wiedervereinigung nach 25 Jahren eine Realität, aber ist ja auch überall angekommen. Der damalige Verhandlungsführer Günter Krause von der CDU hat kürzlich im Zusammenhang mit dem 25. Jahrestag gesagt, nur 60% dessen, was wir damals in den Verhandlungen durchgesetzt worden, ist bisher realisiert. Ist das so eine Einschätzung, die Sie teilen können? Naja, also es wäre gut gewesen, wenn Günter Krause damals mehr auf das gehört hätten, was wir als Thema damals gehabt hätten, etwa in der Frage Rückgabe vor Entschädigung, wenn es um das enteignete Eigentum gab. Das war in den 90er Jahren eine große Behinderung des wirtschaftlichen Prozesses. Oder wenn es um die Altschulden ging, die sehr künstlicher Art waren und mehr politische als andere. Aber das ist ein Streit, den es damals gab und den ich noch heute mit ihm ausfechten würde. Insgesamt, glaube ich, ist das Ganze eine Erfolgsgeschichte, trotz durchaus mancher Fragen, die zu stellen sind und wo man Fehler in diesem Prozess noch heute spürt, das ist keine Frage. Darf ich einmal eine Frage stellen? Es gibt irgendein kluger Kopf, hat mal vor einiger Zeit gesagt, wenn man mit den Menschen in Polen oder in Tschechien spricht, dann sind die glücklicher über das, was 89-90 geschehen ist, als die Menschen in der ehemaligen DDR. Und als Begründung hat er gesagt, das ist, weil die Menschen dort das Gefühl gehabt haben, sie haben es selbst geschafft, ohne den reichen Bruder im Westen. Das ist eine ganz wichtige Dimension. Wir haben in der DDR die Freiheit erkämpft, aber dann kaum noch selbst gestaltet, weil die Gestaltung von Demokratie eben durch die Übernahme des freiheitlich-demokratischen Rechtes im Rahmen des Beitritts und der Vereinigung stattgefunden hat. In Polen, in Ungarn, bei den Tschechen, die mussten sich genau entscheiden, welche Art Demokratie wollen sie haben. Da gab es viel Streit natürlich auch, aber es waren selbstbestimmte Prozesse, während wir, ich würde schon sagen, wir sind selbstbewusst und aufrecht in die deutsche Einheit gegangen. Ja, wir haben sie sogar ganz wesentlich vorangebracht, ohne uns gäbe es die deutsche Einheit nicht. Auf der anderen Seite, die Gestaltung von Demokratie gestand dann nach den Vorgaben des Grundgesetzes und war dann nicht mehr selbst gestaltet. Dieser Diskussionsprozess, der dann ja auch zu einem Identifikationsprozess geführt hätte, fehlt in Ostdeutschland, sodass wir da durchaus viel nachzuholen hatten, jedenfalls in der Masse der Bevölkerung. Aber mit den Worten des früheren russischen, sowjetischen Botschafters in Ost-Berlin, Abrasimov, kann man sagen, Ende gut, alles gut. Mit Sicherheit kann man sagen, Ende gut. Alles wirklich sehr erfolgreich, wenngleich manches übrig bleibt und wir heute neue Herausforderungen haben. Und das ist genau der Punkt. Sie waren ja, wie gesagt, in Ihrer damaligen Zeit
Militärverweigerer, sind dann später ja Bundestagsabgeordnete der SPD gewesen im gesamtdeutschen Parlament und haben sich nun im Wandel der Zeit, aber auch angesichts der internationalen Herausforderungen für Militäreinsätze der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt. Was ist da im Kopf von Markus Meckel, was hat sich da alles verändert? Das sind ja doch wirklich Antithesen, die sich da sichtbar machen. Es würde zu weit führen, das jetzt im Einzelnen auszuführen. Die Zeit des Zuhörens hätten Sie nicht. Aber es ist richtig, aus dem totalen Wehrdienstverweigerer zu dem Befürworter auch von militärischen Einsätzen, das ist ein weiter Weg, aber doch nicht so fern voneinander. Weil deutlich war damals, unter den Bedingungen eines drohenden Atomkriegs, war klar, dass ohne Frieden alles nichts ist und die Gefährdung des Friedens immer den Atomkrieg bedeutet hätte. Unter diesen Bedingungen einen Krieg zu beginnen, war absolut unverantwortbar. Heute geht es um etwas anderes. Heute geht es darum, dass wir für Frieden und Recht auch international eintreten müssen. Und ich kann Ihnen erzählen, dass ich 1990 schon eine interessante Diskussion hatte mit einem ungarischen Pazifisten, dem ich damals sagte, wenn ihr die Wahl gewinnt, das war kurz vor den freien Wahlen, sowohl bei uns als auch in Ungarn. Er war in der Opposition genauso wie ich. Und er sagte mir, dass wenn er gewinnt, die Partei, dann tritt er aus. Er sagt, das darfst du nicht, da musst du auch bereit sein, Innenminister zu werden. Dann musst du auch bereit sein, eine Polizei zu befehligen, die natürlich Gewalt deeskalierend auch Gewalt ausübt, um des Rechts willen, um des Schutzes der Menschen willen. Und das Gleiche gilt international. Dass wir natürlich heute, wir haben keine Weltpolizei, wir müssen das immer aushandeln. Aber jemand, der irgendwo Völkermord begeht oder schlimme Dinge tut, muss zur Not eben auch militärisch Einhalt gegeben werden. Und wenn Sie zurückblicken auf die Situation vor 25 Jahren und daran denken, welchen internationalen Rang Deutschland hatte, und dann schauen, wie heute 2016 die Bundesrepublik Deutschland in gewisser Weise ökonomisch und politisch eine Führungsmacht in Europa geworden ist. Das ist doch in der Tat ein Wandel, der auch mentale Herausforderungen abverlangt. Ja, und das gilt nicht nur für die Deutschen, sondern für Europa insgesamt. Wir müssen heute in Europa begreifen, dass die Amerikaner nicht mehr alleine verantwortlich sind für unsere Sicherheit. Das gilt für uns Deutschen in besonderem Maße, die wir nach den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges natürlich immer erst mal gesagt haben, nie wieder Krieg, nie wieder Militär. Und auch bis in der deutschen Bevölkerung, das bis heute ein Problem ist, dass auch die Politiker im Grunde immer noch nicht genügend in die Diskussion bringen, weil man Angst davor hat, dass die Bevölkerung das nicht will. Aber wir brauchen diese Debatte. Wir müssen mehr Verantwortung für unsere Sicherheit übernehmen, nicht nur wir Deutschen, auch wir in Europa insgesamt. Und das gilt natürlich überhaupt, dass ein Nationalstaat in Europa immer weniger die Probleme lösen können. Das können wir nur gemeinsam. Insofern ist Sicherheit natürlich im Rahmen der NATO, aber durchaus auch im Rahmen der EU eine zentrale Herausforderung. Aber auch die Flüchtlingsfrage, vor der wir heute stehen, ist eine Frage, die kein Land für sich alleine wird lösen können, sondern wir nur gemeinsam. Lassen Sie mich die letzte Frage stellen. Sie sind seit 2013 Präsident des Volksbundes der Deutschen Kriegsgräberfürsorge. Pflegen sozusagen Millionen von Kriegsgräbern in, glaube ich, 45 Staaten. Das zeigt ja etwas, wo Deutschland überall militärisch unterwegs gewesen ist und leider nicht nur, wahrlich nicht nur freundlich empfangen worden ist. Ihre Zukunft als Präsident des Kriegsgräberfürsorges, das ist ja fast, wenn ich das mal zugespitzt sage, rosig düster. Denn deutsche Soldaten sterben jetzt wieder. Ist das nicht eine schreckliche Situation, in der Sie sich befinden, obwohl Sie ja, wie gesagt, politisch aktiver Christ sind? Es ist schon etwas Besonderes gewesen in den letzten beiden Jahren, wenn wir an den Ersten und den Zweiten Weltkrieg gedacht haben, angesichts der Jahrestage, dass diese Jahrestage begangen werden mit dem Bewusstsein und der Erfahrung gegenwärtigen Krieges. Das hat, glaube ich, die Bevölkerung und auch die einzelnen Menschen sehr stark betroffen gemacht, aber auch sensibel für die Fragen, die damit zusammenhängen. Insofern ist für unsere Arbeit, wir machen ja nicht nur die gärtnerische Pflege,
auf den Kriegsgräberstätten, sondern auch viel Jugend- und Bildungsarbeit. Die Frage des öffentlichen Gedenkens. Wir stellen einfach heute ja fest, dass Frieden nicht mehr selbstverständlich ist. Dass diese Kriegsgräberstätten Orte sind, an denen wir eben ja nicht nur als Deutsche trauern und immer weniger trauern und immer mehr junge Leute kommen hin und setzen sich mit dieser Geschichte auseinander, aber eben auch mit Jugendlichen aus den anderen Ländern, aus Dänemark, aus Polen, aus Russland, aus Frankreich oder Italien. Und wir stellen fest, dass diese Frage des Friedens eine gemeinsame Herausforderung ist, die nicht selbstverständlich ist und wo wir uns hineinversetzen und hineinversetzen müssen in die Situation unserer Eltern oder Großeltern, die damals vor ganz schweren Fragen standen, die zum Teil zum Verbrecher geworden sind, die zum Teil einfach verstrickt waren und in tragischen Situationen dann umgekommen sind oder gekämpft haben. Mit solchen Fragen sich auseinanderzusetzen und nicht zu glauben, dass wir automatisch nachträglich die besseren Menschen sind, sondern dass wir vor ganz ähnlichen zentralen ethischen Fragen stehen, das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Also im Gedenken an die Zukunft, die Herausforderung. Ich danke Ihnen, oder wie man auf Dänisch sagt, mange tak, dass Sie nach Tondern, Tönner zurückgekehrt sind. Mange tak für die Einladung und die Möglichkeit, die eigene Geschichte hier besser kennenzulernen, und ich bin sicher, ich komme wieder.